Hey und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 3 Showtime bzw. Legacy Challenge. Ich möchte so eine Mischung aus beidem gerne machen. Und zwar zum einen die Erweiterung Showtime ein bisschen erforschen, die verschiedenen Karrieren durchspielen, aber auch eine Legacy Challenge draus machen. Ich werde mich dabei allerdings nicht wirklich an die Regeln halten. Ich möchte nur versuchen, auf möglichst viele Generationen zu kommen. Ich werde allerdings keine Cheats benutzen, beziehungsweise ich werde schon Cheats benutzen wahrscheinlich, aber keine Cheats, die das Vermögen irgendwie verbessern oder halt verändern, außer jetzt den Cheat um das Vermögen auf die 1800 Simoleons zu reduzieren, weil sie halt auf einem etwas kleineren Grundstück ist, deswegen hatte sie noch mehr. Das habe ich reduziert mit einem Cheat, aber ansonsten werde ich jetzt keine Cheats benutzen, damit sie mehr Geld bekommt. Ich werde auch keine Cheats benutzen, damit sie irgendwie bessere Bedürfnisse bekommt. Das werde ich auch nicht irgendwie mir positiv cheaten. Also wenn sie müde ist, dann ist sie müde, dann werde ich da nichts dran ändern. Und auch die Beziehungen zu anderen Sims werde ich nicht jetzt cheaten. Dazu werde ich auch nicht den Master Controller machen. Ich werde das allerdings in nicht aktiven Haushalten machen, also in der Stadt. Da werde ich da vielleicht schon ein bisschen rumspielen und Beziehungen verändern. Und dafür werde ich dann aber den Master Controller benutzen. Ich komme dazu gleich auch noch. Aber mit dem aktiven Haushalt werde ich da keine Cheats dafür verwenden. Also keine, die das Vermögen verändern, keine, die die Beziehungen verbessern und keine, die die Bedürfnisse verbessern. Das sind so meine drei Sachen, an die ich mich gerne halten möchte, wenn ich Sims spiele. Ansonsten, wie gesagt, an die Legacy Challenge Regeln werde ich mich jetzt nicht ganz so streng halten. Also ich habe jetzt tatsächlich mal das Geld reduziert. Das habe ich bisher bei meinen anderen Spielen nicht gemacht. Weil man start, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt Geld hinzugecheatet habe, aber ich dachte mir trotzdem mal, um zumindest wie die Legacy Challenge zu starten, werde ich jetzt das Geld auch reduzieren auf das, was die Legacy Challenge halt vorgibt. Wow, das war ganz schön viel Legacy Challenge. Ich werde wahrscheinlich auch hier und da noch mal ein bisschen was erwähnen, falls mir auch irgendwas einfällt, was ich jetzt vergessen habe. Aber kommen wir mal zu dem Sim. Ich habe sie, glaube ich, ich habe gestern mal nachgeguckt, im Oktober erstellt. Seitdem warte ich schon drauf, das mit dem Spiel hier anzufangen. Ich wollte aber erstmal das andere Spiel zu Ende, also mit der Jordan Family zu Ende spielen und dann damit anfangen. Ist aber auch egal, vielleicht komme ich dazu später nochmal. Aber ja, ich mache das hier mal auf, um sie euch vorzustellen. Das ist Tabitha Collins und Tabitha möchte Akrobatin werden, beziehungsweise Level 10 der Akrobatenkarriere. Ich kann das hier nochmal einblenden. Sie ist auch athletisch und charismatisch. Das Merkmal charismatisch bzw. die Fähigkeit finde ich super. Also mir fällt auch gerade ein, ich habe auch die Altersstufen verändert. Darf man ja, glaube ich, laut den Regeln auch nicht. Bin mir nicht sicher. Ich habe es jetzt schon auf 90 Tage, ich habe es nur anders verteilt. Ich kann dazu aber vielleicht auch später nochmal näher kommen und das nochmal erklären, weil ich möchte anfangen. und ja, also wie gesagt, sie ist charismatisch, Social Butterfly, athletisch, weil das sehr gut zu der Akrobatenkarriere passt. Dann Natural Born Performer, wie heißt das auf Deutsch? Übrigens, ich habe mein Spiel auf Englisch installiert, deswegen wird mir hier auch alles auf Englisch angezeigt. Und ehrgeizig ist sie. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, fangen wir doch direkt mal an. Ich mache mal Play und jetzt kommt mir gleich eine Meldung von den Mods. Ach ja, ich habe Mods installiert. Dazu wollte ich ja auch noch kommen. Und zwar einmal, ihr seht hier schon den Story Progression Mod. Ich glaube, da kommt noch was. Okay, also ich habe neben dem Storybook, das ist zum Beispiel ein Cheat, den ich benutzen werde, und zwar um diese Headlines wegzubekommen. Ich lasse es jetzt gerade noch mal kurz, vielleicht mache ich es gleich weg. Aber ich habe neben dem Story Progression Mod noch den Master Controller Cheats und den Wuhua. Den Selector Mod und den Relativity Mod habe ich erstmal rausgenommen, die werde ich aber mit der Zeit auch wieder reinnehmen. Was ja eigentlich auch, also diese Mods sprechen ja eigentlich auch gegen die Regeln. Oder brechen die Regeln, ist das Wort? Verstoßen gegen die Regeln, das habe ich gesucht. Sie kann. Achso, ich habe nicht richtig geklickt, okay. Ich dachte, mein Spiel hängt. Sie kann ja aktuell noch nicht die Karriere starten, weil sie weder eine Zeitung hat, noch sind die Eigentümer an, also im Park und sonst wo. Deswegen warte ich noch mal kurz. Aber ich habe schon mal Probe gespielt. Du kannst dich ja mal bei ihm vorstellen. Ups. Ich habe mich jetzt hier übrigens auch mal wieder eingeloggt, weil es gibt ja da auch verschiedene Abzeichen, auch für verschiedene Erweiterungen. Und ich, also es gibt eine, gibt ein Abzeichen. Jetzt muss ich ihm mal ein paar Interaktionen geben. Guck mal, sie findet ihn nämlich auch direkt attraktiv. Ich habe, wie gesagt, kannst du ihn ja mal ein bisschen kennenlernen.
Oh, mein Spiel funktioniert gerade deutlich besser als sonst. Was wollte ich sagen? Achso, ich habe schon mal zwei Dinge. Ich bin irgendwie von meinem Thema zum anderen gekommen. Zum einen... Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Achso, zum einen habe ich schon mal Probe gespielt, weil ich so ungeduldig war und einfach... ich mache mal ein paar Screenshots. Und ich einfach schon so ein bisschen spielen wollte. Deswegen habe ich schon mal Probe gespielt. Deswegen weiß ich, dass er hier wohnt. Und ich wusste halt auch schon, dass die sich einander attraktiv finden. Sagt man das so? Das war für mich jetzt nicht... Also deswegen, ich habe schon mal ein bisschen mit ihr gespielt, aber wir haben jetzt gerade... Aber ich habe das dann halt über einen anderen Speicherstand halt gespeichert, sodass wir hier wirklich bei Null anfangen können. Und ja, was wollte ich noch sagen? Achso, die Abzeichen. Deswegen habe ich mich hier nämlich mal angemeldet. Weil man kann ja auch bei... Wenn man sich anmeldet, ja verschiedene Abzeichen gewinnen. Ich kann das ja mal hier öffnen. Und zwar hier. Und ich weiß, dass es hier auch welche für Showtime gibt. Beziehungsweise, dass sie halt, wenn sie eine gewisse Anzahl an... Wo sind das? Ach hier. An Trinkgeld bekommen. Also wenn sie... Ich muss mal gucken, was das hier ist. Hier, guck mal. 20.000 Simoleons an Trinkgeld bekommen, bekommen die halt hier auch so ein Abzeichen. Und ich dachte mir, das wäre mal ganz cool. Deswegen habe ich mich jetzt vorhin noch angemeldet. Ich hatte vorhin das Spiel schon gestartet und ist mir aufgefallen, dass ich mich noch nicht angemeldet habe. Und habe es nochmal... neu gestartet, um mich anzumelden. Und war so, Mist, was ist eigentlich mein Passwort? Nee, nicht mein Passwort. Mein Passwort war nicht das Problem. Daran, das wusste ich noch. Meine E-Mail-Adresse war das Problem. Die habe ich vergessen. Also, ich wusste sie am Ende dann doch noch. Jetzt habe ich hier random Sachen angeklickt. Aber egal. Also ich wusste meine E-Mail-Adresse schon noch, aber ich war da im ersten Moment so, oh Mist, was ist meine E-Mail-Adresse nochmal, weil ich die einfach nie benutze. Also ich habe dafür, also um mich bei Sims anzumelden, tatsächlich eine andere E-Mail benutzt als meine reguläre. Und mach ihm doch mal ein Kompliment. Und ja, deswegen musste ich mal so kurz überlegen. Weil normalerweise wird mir die dann, glaube ich, auch angezeigt. Also kennt ihr das, wenn man sich anloggt, einloggt und halt mit der Maus halt dranklebt, dass da direkt einem eine E-Mail-Adresse angezeigt wird und man kann dann gucken oder die dann auswählen. Vielleicht kommt da gerade angejoggt. Und das hat es leider nicht gemacht, aber ich wusste es dann doch noch. Also mir ist dann wieder eingefallen. Weil ich wusste auch nicht, wie ich meine E-Mail-Adresse... Wie kann man denn dann seine E-Mail-Adresse... Also Passwort ist ja nie ein Problem, da kann man ja einfach... Sein Passwort kann man ja eigentlich in der Regel easy zurücksetzen. Ich bin übrigens auch sehr schlecht im Passwörter merken. Und ja. Hatte ich das jetzt gerade schon? Nee. Und dann können wir mal gucken. Sie könnte sich natürlich einmal über die Zeitung, die auch schon ankam, anmelden. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht cooler, wenn sie das hier im Park macht. Ist dann auch schon direkt sind. Also wenn sie das direkt hier über diesen Eigentümer macht, das geht ja auch. Aber vielleicht lasse ich die beiden sich erstmal ein bisschen anfreunden. Kannst du mir ein Kompliment mal über Source machen? Weil ich mir auch gedacht habe, man startet nicht, dass man ja mit so wenig Kapital startet, haben die ja zu Beginn meist noch kein Haus. Und deswegen ist es ja vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn sie sich mit ihm anfreundet und dann bei ihm einfach übernachtet. Ist das dann auch Cheaten? Ist das Schummeln? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich deaktiviere das doch schon. Headline Effects on. Ich werde auch gleich mal nochmal Einstellungen bei Mods machen. Das mache ich auch gleich, bevor ich das vergesse. Das mache ich gleich, bevor ich es vergesse. Wenn ich es noch gleich aufschiebe, vergesse ich es wahrscheinlich, bevor ich es mache. Ich habe es nochmal extra notiert. Oh, frag ihn doch mal, ob er Single ist. Weil ich habe mir auch ursprünglich gedacht, dass sie ja mit ihm zusammenkommen könnte, weil es gibt gar nicht so viel, also es gibt schon einige männliche Sims, aber jetzt, ich weiß nicht, er ist so für sie eigentlich der perfekte Match und er wohnt halt direkt nebenan. Aber zum einen bin ich mir auch nicht sicher, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Und ich dachte mir, dass es vielleicht auch ganz cool ist. Ich möchte, dass sie sich noch anfreunden. Obwohl. Man schließt ja auch nicht innerhalb von einem Tag mit jemandem Freundschaft. Man ist ja erstmal so Bekanntschaft und irgendwann ist man dann Freund. Also in der Realität. Wo ist denn das jetzt hier? Hä, wo ist denn die Eigentümerin?
Die stehen doch meist so da an der Ecke. Das ist die nicht, oder? Nee. Wo ist die Eigentümerin? Ach, warte mal, die sitzt hier. Oder er? Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich weiß gar nicht. Ah, ist ein Mann, okay. Also sind doch befreundet. Dann, warte mal, kannst du dich noch von ihm verabschieden? Warte mal ganz kurz. Nee. Dann geh einfach. nein. Ach. Okay, und dann kannst du dich mal. Ja. Na doch, stell dich mal vor. Macht ja auch Sinn irgendwo. Irgendwas habe ich doch gerade schon wieder angefangen zu erzählen oder zu sagen. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Achso, Mods. Ich habe ja schon gesagt, welche Mods ich installiert habe. Ich werde wahrscheinlich irgendwann den Selector-Mod und den Relativity-Mod wieder hinzufügen. Aber ich möchte gerade mal was bei den Mods einstellen. Und ich dachte, ich zeige das einfach mal, falls es jemand interessiert. Und zwar zum einen, eigentlich ist beides, glaube ich, Story Progression. Und zwar werde ich einmal. Was mache ich überhaupt? Town Options. Ich möchte zum einen, dass dieser Name, wenn sie heiraten, Marriage Name, genau. Und zwar Husband, Female, Coinflip. Ich mache das jetzt mal auf Coinflip, weil mich diese Doppelnamen immer nerven. Und genauso hier. Das passiert zwar eh nicht so viel, aber trotzdem. Okay, und das andere, was ich noch einstellen möchte, ich klicke da übrigens auf das Rathaus, ist Story Progression. Also das sorgt einfach dafür, dass der Story Progression sorgt ja auch dafür, dass andere Sims in der Stadt heiraten und Kinder bekommen können und sonst was. Und wenn jetzt zwei Sims heiraten, bekommen die halt immer einen Doppelnamen. Und ich finde es cooler, wenn sie halt nur einen Namen haben und nicht immer. Also ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn da hier und da mal ein Doppelnamen ist, aber sonst haben alle Sims am Ende Doppelnamen und das finde ich ein bisschen. Ist nicht so meins. Deswegen habe ich das einmal geändert. Und dann möchte ich noch was ändern. Und zwar können in der Stadt laut dem Progression Mod. Warte mal, ich mache nochmal von vorne, dass ich das erklären kann, wie ich da drauf komme. Ich erkläre gleich, warum ich das einstelle. Und zwar, ich gehe erstmal auf General Options. Eigentlich falsch rum, das so zu erklären, aber egal. Dann Options Sims und dann Maximum Residence. Und das stelle ich mal auf 0 ein. Okay. Und Ask to join Performance Career und Akrobatenkarriere. Und zwar, was das macht, also was die Einstellung gemacht hat oder warum ich die getroffen habe, ist einfach, dass das ist jetzt nicht so, dass hier nur 0 Sims in der Stadt wohnen oder niemand mehr hinzufügen kann, sondern genau das Gegenteil, dass unbegrenzt viele Sims in der Stadt wohnen können, weil sonst irgendwann, ich hatte das Problem ja auch schon bei der Doran Family, ich habe das ja im letzten Let's Play auch schon mal erwähnt, dass dann irgendwann keine Babys mehr gezeugt worden sind. Nope. Obwohl, so schlecht finde ich das nicht. Aber ich möchte Bendy Wendy. Ach nee, aber groß geschrieben. Bendy Wendy. Und dann zieh dir doch schon mal dein Outfit an. Zwar, wo ist ein Karriere-Outfit? Da. Und Akrobat. Perform for Tips. Das, warum dauert das so lang? Warum hängt das? Hallo? Aber die Zeit geht weiter. Wenn ich das jetzt wegklicke? Okay. Aber sie ist in der Akrobatenkarriere. Super. Talk to Kizzy. Ich weiß nicht, wer das ist, aber okay. Aber dadurch. Ah. Vor allem so verdient sie halt auch schon direkt Geld, um sich ihr Haus zu bauen und ein Dach über dem Kopf zu haben heute Nacht. Sie könnte ja auch im Freien schlafen, im Schlafsack, aber es ist doof. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es ja schon mal Probe gespielt und da hat es halt geregnet und das ist ein doof. aber was die Einstellung macht mit dem auf 0 oder halt die Maximum Residence auf 0 zu setzen, wie gesagt, das tut es einfach das Unbegrenzte
begrenzt viele Sims in der Stadt spielen, weil wenn ich das auf 150 habe und es dann irgendwann zu dieser Zahl kommt, oder es halt dann tatsächlich irgendwann 150 Sims in der Stadt wohnen, dann entstehen keine Babys mehr in der Stadt und dann stirbt die Stadt irgendwann doch wieder aus. Und dann ist man wieder auf demselben, hat man irgendwann dasselbe Problem, als wenn man mit dem normalen EA Story Progression halt spielt. Das ist einfach nichts, außer dass halt trotzdem noch Sims heiraten, aber sie bekommen halt keine Kinder mehr und das. Und dann rennt man halt irgendwann in die Problematik, dass, wenn ich jetzt hier bei Generation 5 bin oder 4, dass dann kein Partner mehr für den Sim da sind, weil einfach keine Kinder mehr gezeugt worden sind. Okay, ich bin gerade am Schneiden. Ich möchte noch mal schnell eine Anmerkung machen, weil es stimmt nicht ganz, was ich hier gesagt habe. Es ist nicht so, dass die Stadt ausstirbt, weil die Alterung ist ja trotzdem aktiviert. Die Sims altern ja und sterben dann irgendwann und dann ist ja auch wieder mehr Platz für junge Sims. Das Ding ist halt natürlich, wenn ihr das mal überlegt, dass halt, wenn jetzt jeder Sim zwei Kinder hat, dann wird's ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich habe dann halt auch neue Sims platziert und dementsprechend rennt man dann doch irgendwann in die Gefahr, dass halt die Stadt voll ist und deswegen finde ich es besser mit der Einstellung. Und ja, deswegen habe ich das gerade noch eingestellt. Ich möchte auch irgendwann das auch noch einstellen, dass auch Teenager schwanger werden können. Dafür brauche ich aber einen Teenager im Haushalt, weil ich mir das nie merken kann, wie man das richtig einstellt. Oh nein, sie hat einen Fehler gemacht, aber das ist normal. Schon wieder. Ich kann mir das aber nie merken, was man da genau einstellen muss. Und deswegen finde ich es praktisch, wenn man einen Teenager im Haushalt hat, weil dann sehe ich, ob die Einstellungen funktioniert haben oder die richtigen waren oder halt nicht. Übrigens, kleiner Tipp für euch, wenn ihr in Bridgeport spielt, beziehungsweise sämtliche Städte mit U-Bahn-Station, weil sie jetzt gerade so für Trinkgeld spielt, für Trinkgeld performt. Aber wenn ihr Musiker habt, also Sims, die irgendwie ein Instrument spielen können, und ihr habt eine Subway irgendwo in der Nähe, also beziehungsweise in eurer Welt, in der ihr spielt, lasst die mal in dieser Subway für Trinkgeld spielen. Das bringt's. Achso. Na, jetzt denke ich halt immer, dass hier irgendwelche Meldungen sind. Das finde ich immer doof, wenn man dann angemeldet ist. Okay, ich spule mal ein bisschen vor. Oh ja, sie verdient Geld. Oder? Ja, schön, ihr erstes selbstverdientes Geld. Oh, wer ist das? Alan Mercy, habe ich das gerade richtig gelesen? Stopp, stopp, stopp. Oh, renn doch nicht wieder weg. Ich möchte mal gucken, wie alt er ist. Dafür finde ich den Master Controller halt auch super. Oh! Inappropriate, charismatisch. Weißt du was? Stell dich tatsächlich mal vor. Oh, ich finde, ist das die Mutter und Tochter? Das fände ich richtig süß. Wahrscheinlich. Außer es ist die große Schwester und ich denke gerade, das ist ein Erwachsener, obwohl es ein Teenager ist. Ich glaube, die ist erwachsen, ja. Oh nein, wollte er gerade Geld geben? Bekommen wir das noch? Ja, oder? Yay! 24. Ich möchte mir das mal notieren, wie viel sie tatsächlich verdient. Hört ihr das im Hintergrund? Um zu gucken, wie nah sie an diesem Ziel dran ist. Okay. Ich mal pause mal ganz kurz. Unterhalte ich doch mal mit ihm. Und erzähle ihm mal einen Witz. Habe ich auf Play gemacht? Ja. Ich möchte mal gucken, wie viel im Kaffee. Ich habe das Gefühl, das Coffeehaus ist manchmal auch ziemlich gut, um Trinkgeld zu verdienen, weil die stellen sich ja dann immer hier hin und das ist hier eine ganze Schar an Menschen immer, aber jetzt gerade ist hier nicht viel los. Vielleicht lassen wir sie noch mal ein bisschen im Park aufführen. Ich glaube, das ist so einer von irgendwie. Ach, guck mal, wer da kommt! Das ist ja Nachbar. Wahrscheinlich einer, der jetzt hier irgendwie hinzugefügt wird. Ich glaube, der ist eigentlich nicht in der Stadt drinne. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Friendly, kannst du mal nach seiner Karriere fragen? Haben wir das eigentlich bei ihm rausgefunden? Ich glaube schon. Also ich weiß, was er macht, weil ich mir seine Beschreibung mal durchgelesen habe. Ja doch, er ist auch Akrobat. Aber guck mal, du bist froh, ihn wiederzusehen. Renn doch mal direkt zu ihm. Oder nee, vielleicht hat sie ihn auch gerade. Doch, sie hat ihn gesehen, weil er kam ja von der Richtung. Sag ihm doch mal Hallo. Friendly, unterhalte dich doch mal mit ihm und dann soll ich vielleicht nochmal für Trinkgeld aufhören. Wie viel ist denn hier im Park los? Nicht besonders viel.
Siehst du, hier, guck mal, ich habe meine Karriere angefangen. A social worker. Oh. Okay. Oh, sie kann ihn umarmen. Warum bin ich überrascht, obwohl es kommt auch nicht immer. Und dann kannst du noch mal ein bisschen aufhören. Ich dachte mir übrigens, Es steht ja weiter unten, deswegen ist er kleiner als sie. Lass ihn noch mal ein bisschen performen und dann erzähle ich weiter, was ich sagen wollte. Wer bist du? Ein Paparazzi. Oh, das sollte ich vielleicht mal ausstellen. Options. Achso, ich kann ja hier auch direkt mal anzeigen, welche Alterseinstellungen ich habe. Also ich habe jetzt Teenager runter auf 10, Senioren auch auf 10 und dafür die Erwachsenen auf 28 Tage hochgestellt. Es sind dann trotzdem 90 Tage. Einfach weil es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es besser, dass wenn Sims Kinder bekommt, die nicht zu Senioren werden, während sie selber, also wenn die Kinder noch Kleinkinder oder Kinder sind, also wenn sie jetzt Teenager wären, würde ich es vielleicht nicht ganz so schlimm finden. Aber so halten sie noch genug Zeit, also so könnte sie praktisch in ihrer, also wenn sie halt kurz vorm Altern ist, noch ein Kind bekommen und das Kind, also und sie wäre dann trotzdem nicht, also weil so vermeidet man einfach, dass sie sterben könnte, bevor die Kinder erwachsen sind oder ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ist einfach so my personal preference in this way. Ich weiß nicht, ich mag es halt lieber, wenn die halt noch relativ jung sind, wenn die Kinder auch noch jung sind. Und so hat, gibt man da ein bisschen mehr Zeit. Es kommt ja trotzdem auf 90 Tage hinaus und jetzt wollte ich schon wegklicken, aber ich wollte hier noch was einstellen. Wo geht denn das nochmal? Ich habe das auch gar nicht. Celebrities habe ich. Interesting. Okay. Ich habe hier nämlich vorher auch noch mal in, wie heißt's, in Bridgeport gespielt, also sozusagen mal Late Night so ein bisschen mehr ausprobiert. Also zwischen dem Doran Let's Play und jetzt hier dem. Ich habe dazu keine Videos gemacht. Ich war kurz am Überlegen, ob ich da noch welche machen soll, aber da war ich auch schon fast fertig damit. Und da hatte ich das Problem, dass dann halt auch irgendwann die Superstars, also mit den diese fünf Sterne-Stars, dann irgendwann auch gestorben sind. Und da waren sämtliche Promis, die halt da waren, nur noch so ein oder zwei Sterne. Und dadurch sind meine Sims einfach nicht mehr berühmter geworden. Und ich hatte dann halt eine, die halt Regisseurin werden wollte, beziehungsweise ist ja auch. Und aha, guckt er ihr jetzt zu, das wäre richtig süß, wenn er sie jetzt unterstützt. Ihr seht schon, was ich vorhabe, die beiden zusammenzubringen. Obwohl ich noch nicht weiß, ob das halten wird. Das muss ich mir noch überlegen. Die anderen haben 12 gegeben, just saying. Nicht, dass wir hier undankbar sind, aber ja. Und vielleicht hätte ich das einstellen sollen, dass dass halt Stars auch in der Stadt sein können. Vielleicht war das der Fehler. Egal. Weil das Ding ist, die werden ja selber berühmt, indem sie sich mit Stars anfreunden. Aber wenn dann keine 5-Sterne-Stars mehr da sind, dann wird das irgendwie so ein bisschen schwierig dann. Ich warte noch mal ein bisschen und dann kann sie immer auf Toilette gehen. Sie könnte jetzt... Nee, ich lasse noch mal auf Play. Ich möchte mal gucken, wie es jetzt gerade im Coffeehouse aussieht. Ob hier ein bisschen mehr los ist, weil sonst würde ich nämlich... Ja. Hier sind ein paar Sims... Dann lasse ich sie da nämlich auch nochmal performen. Dann soll sie erstmal doch was essen. Das kostet zwar Geld, aber sie hat ja auch noch welches, weil ich das Haus noch nicht gebaut habe. Oh, guck mal, ist ein bisschen mehr als vorhin. Oh, da muss man natürlich jetzt auch schnell sein. Nicht, dass ihr Nachbar plötzlich eine Freundin hat. Achso, ich habe das noch gar nicht angeklickt, mit ins Coffeehaus essen gehen. Eat here alone. Soll sie und fragen mitzukommen? Nee, komm, erst allein. Und dann müssen wir ihr gleich mal einen Schlafplatz suchen. Beziehungsweise bauen. Obwohl, es regnet ja noch nicht. Theoretisch könnte sie doch im Freien schlafen. Ich habe übrigens,
Oder ich lasse sie erstmal essen und wenn sie performt, rede ich weiter. Ich stelle gerade fest, es ist schon ganz schön spät. Upsi. Naja, ich lasse sie trotzdem noch mal ein bisschen performen. Und ja, was ich gerade eben sagen wollte. ich habe jetzt erstmal sämtliches Custom Content deinstalliert. Also ich könnte mir jetzt natürlich auch einfach so ein Zelt runterladen, beziehungsweise ein Zelt benutzen. Ich habe ja auch dieses Camping-Set von Around the Sims mal gehabt. Ich hab's auch noch, ich hab's nur gerade nicht im Spiel drin. Ne? Und dann könnte sie auch im Zelt schaffen, was ja auch ganz cool wäre. Also ich meine, es gibt zwar auch über Reiseabenteuer Zelte. Aber da muss man halt wieder in den. Wie heißt das? Debug-Enabler? Finnegan's Sawyer. Und ja, beziehungsweise halt reisen, um dieses Zelt überhaupt zu bekommen, dann wäre es halt einfach das Custom-Content-Zelt zu benutzen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe auch erstmal sämtliches Custom-Content mal aus dem Spiel rausgenommen. Also nicht komplett deinstalliert, einfach nur erstmal deaktiviert, dass im Spiel nicht angezeigt wird und auch nicht alles. Also wie gesagt, so Creative Sim-Sachen habe ich größtenteils drinne gelassen. Ich glaube, da habe ich vielleicht ein paar Sachen deaktiviert, aber das meiste ist noch drinne. Aber jetzt so Möbel und ja, alles, was so im Baumodus, im Kaufmodus ist, habe ich erstmal rausgenommen. Hoffe, dass mein Spiel ein bisschen. Weil sie hat ja eh gerade noch kein Haus und so funktioniert mein Spiel vielleicht ein bisschen besser. Ich hab tatsächlich den Eindruck, dass es ein bisschen besser läuft als sonst. Guck mal, sie ist schon über der Hälfte. Und ja, also im Baumodus habe ich auch einige Sets erstmal deaktiviert. Ich glaube, ich habe ein, zwei Sets drinne gelassen und halt so Sachen wie Böden und halt Muster und sowas. Das habe ich auch nochmal drin gelassen. Aber ich glaube, ich habe das meiste, was ich an Custom-Content drinne hatte, habe ich erstmal deaktiviert. Und ich werde das so nach und nach vielleicht wieder reinnehmen, dass ich so einzelne Sets aktiviere. Und hier an der Stelle übrigens noch der Tipp. CC Magic. Wenn ihr es nicht eh schon benutzt, überlegt euch mal, ob ihr es benutzen wollt. Ich finde es sehr praktisch, weil ihr damit euer Custom Content ziemlich schnell installieren könnt. Ihr müsst einfach nur in euren Download-Ordner ziehen und dann halt, ist doch nicht so viel los, wie ich dachte. Ich habe gehofft, dass da mehr Leute sind, um mir Trinkgeld zu geben. Dann hole ich aber schon mal einen Schlafsack. Dann braucht sie ja noch kein Haus, weil es regnet ja noch nicht. Dann soll sie einfach erstmal nur mit Schlafsack unterm freien Himmel schlafen. Und ja. Ach, ich gucke hier gerade voll falsch. Aber ach so, CC Magic. Wo war ich? Ich verliere hier gerade voll meinen Faden. Der Vorteil ist halt, dass ihr da einfach euer ganzes Custom Content halt auch wirklich. Nee, nicht jetzt put in Inventory Sleep. Hat sie da jetzt kein Trinkgeld bekommen? Hat er ihr nicht gerade irgendwas gegeben? Ja, egal. Aber ihr könnt da halt euer Custom Content halt schnell installieren. Ihr müsst einfach nur in euren Download-Ordner packen und dann halt einfach nur CC Magic starten bzw. aktualisieren und dann habt ihr das halt da drinne. Und ihr könnt es halt euch auch organisieren. Ich habe das tatsächlich eher halt verschiedene Kategorien angelegt zwischen Custom Content, Baumodus, Kaufmodus, beziehungsweise ich habe es halt dann in Räume sortiert, dann auch, dass ich zum Beispiel Wohnzimmer und sonst sowas habe und habe ich Unterkategorien für die einzelnen Sets. Das hat halt einfach den Vorteil, dass ich dann halt einzelne Sets halt aktivieren und deaktivieren kann. Oh. Habe ich hier das gegeben, das Outfit? Oder habe ich da was deinstalliert? Ups. Aber ihr könnt da halt auch Kategorien für einzelne Sets, wenn ihr jetzt bei The Sims Resource zum Beispiel, ich zeig das gerade mal, ein Schlafzimmer-Set oder Wohnzimmer-Set runterlädt. Ihr könnt da nämlich zum Beispiel auch einfach, also das ist nicht nur in Kategorien, sondern ihr könnt der Kategorie auch eine Sammlung hinzufügen. Ihr könnt ja hier im Spiel Sammlungen erstellen, ich glaube hier ja genau, Create New Collection, aber ihr könnt das halt auch über CC Magic machen, dass ihr eine Kategorie habt, zum Beispiel für ein Wohnzimmer-Set und dann. Jetzt wird mir hier nichts angezeigt, weil ich es gerade deaktiviert habe. Aber jetzt zum Beispiel, was ist das für ein Autumn Place? Das ist ein Wohnzimmer-Set, glaube ich. Und so würde mir hier alles, was in diesem Set, also wenn ich mir jetzt bei The Sims Resource ein Wohnzimmer-Set runterlade, würde mir alles, was in diesem Set beinhaltet ist, hier in dieser Kategorie hier angezeigt werden. Ich habe es jetzt gerade deaktiviert, nicht deinstalliert. Das heißt, ich könnte es jetzt easy also mit einem, zwei, paar Klicks halt wieder installieren, ohne dass ich das jetzt lange auf den Launcher warten muss. Und hätte das halt hier alles auf einmal. Das heißt, wenn ich jetzt eine Couch und Kissen habe, ich müsste mir jetzt nicht die passenden Kissen zu der Couch suchen. Ich könnte mir das auch gar nicht merken, was da alles in dem Set drinne war.
Und so kann ich praktisch das Set einfach ganz easy benutzen, muss mir nicht die einzelnen Elemente halt zusammensuchen. Und so passt das, ist halt alles auch übereinstimmender, wenn ihr halt irgendwas baut. Und ja, wenn ihr mal ein Tutorial sehen wollt, also ich glaube, ich habe neulich auch gesehen, dass mir ein Tutorial empfohlen worden ist. Aber falls ihr da tatsächlich mal ein Tutorial sehen, falls ich da mal was machen soll, wie ich das, wie ich CC Magic benutze, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu ein Video. Aber falls ihr einfach nur generell ein Tutorial über CC Magic haben wollt, ich habe da, glaube ich, neulich eins empfohlen bekommen. Ich habe nicht drauf geklickt, weil ich da eh schon benutze. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich eins und auch ein relativ neues oder aktuelles. Aber ja, deswegen, oh, es ist schon fast 4 Uhr morgens. Ich möchte diesen Teil aber auch gleich mal beenden. Ich möchte nur noch meinen Gedanken zu Ende führen, obwohl ich bin eh nur noch am Schwafeln. ja, aber wie gesagt, ihr könnt mit CC Magic ganz easy halt Content oder Custom Content installieren, euch das sortieren, sodass ihr, weil ich habe jetzt zum Beispiel sämtliche Objekte halt deaktiviert, aber meine Creative Sim Sachen sind noch drin. Und das könntet ihr halt nicht so einfach machen, wenn ihr das über den Launcher oder wie man das auch ausspricht, macht. Deswegen mein Tipp, probiert's mal aus. Ich tue das auch, wie gesagt, nicht einfach nur so reinziehen und dann in einen Ordner oder in einer Kategorie lassen, sondern ich sortiere mir das danach auch und kann so bewusst aktivieren und deaktivieren. Und vielleicht spiele ich doch noch mal ein bisschen weiter. Wisst ihr was? Ich spiele doch noch ein bisschen weiter. Eigentlich wollte ich nur einen Tag spielen. Aber ich bin gerade so ein bisschen Labermodus und sie sollte mal duschen. Deswegen, ich lasse sie mal. Oh. Sie hätte noch ein bisschen länger schlafen können. Ah, oh, ich habe vergessen, einen Screenshot von ihrer ersten Nacht zu machen, weil ich so am Reden war. Ups. Oh nein, da war gerade irgendwas mit ihrem Nachbarn. Scheiße. Ach, herrje. Ich lasse sie mal ins Gym gehen. Nicht nur, um da zu duschen, sondern auch zu trainieren, weil sie ist ja sportlich. Und deswegen sollte sie die die Athletikfähigkeit auch be besitzen, finde ich. Und auch, weil das tatsächlich ihr auch einen Vorteil in ihrer Karriere bringt. Mal gucken, ob wir. Vielleicht spiele ich noch so weit, dass sie ihre Beförderung bekommt. Das wäre doch was. Genau, dann soll sie hier nämlich erstmal. Nee, oben sind die Sachen. Hä? Nee, hier unten müssten auch was sein. Egal. Aha, Ausdauertraining. Wo sind denn die Krafttraining-Sache? Ach, hier, da waren die Spiegel gerade im Weg. Genau, dann kann sie nämlich ein bisschen trainieren und danach duschen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier. Ich bin mir nicht sicher, hatte ich jetzt meinen CC Magic-Gedanken zu Ende erzählt? Ich habe das Gefühl, ich habe einfach nur rumgelabert. Aber ja, uns nochmal zusammenzufassen. Wobei, ihr könnt damit halt nicht einfach nur euer Custom Content installieren, sondern auch einfach auch sortieren, weil ich hatte ja zum Beispiel bei der Doran-Familie, sortieren habe ich jetzt irgendwie komisch ausgesprochen, aber bei der Doran-Familie hatte ich das ja zum Beispiel auch so, dass ich ein Hotelset runtergeladen habe für die Hochzeit. Das brauche ich aber nicht dauerhaft im Spiel und dementsprechend konnte ich mir dieses Hotelset einfach für die Hochzeit einmal aktivieren, sage ich mal, dass es im Spiel angezeigt wird und danach wieder deaktiviert, dass es nicht mehr im Spiel angezeigt wird. Und ja, das ist halt der Vorteil danach. Und wie gesagt, ihr könnt halt Kollektionen bilden, damit euch das halt alles an einem Ordner, in einem Ort angezeigt wird und ihr nicht alles suchen müsst. Hat sie Hunger? Ein bisschen. Ich gehe mal eben gucken, wie es gerade hier aussieht mit dem Kaffeehaus. Da ist nichts los. Aber das Frühlingsfest ist ja da. Nee, Sommerfest. Und hier gibt's doch, sind die jetzt. Oh, da ist schon wieder niemand, oder? Nee, jetzt scheiße. Dann kann sie ja nämlich auch nichts kaufen. Sonst hätte ich gesagt, soll sie sich da doch mal was kaufen. Aber hier gibt's einen Bananenbaum, glaube ich. Das finde ich halt immer doof, wenn dann da niemand, wenn diese Stände nie besetzt sind. Was war das denn jetzt? Oh, sie ist schon Level 2. Oh, und sie hat ihr Level 2 nicht Level 2, doch Level 2 der Akrobatenkarriere. Cool. Dann will ich mal sagen, habe ich nicht vorhin gesagt, dass es so mein Ziel ist, dass sie auf Level 2 kommt von der Akrobatenkarriere? Weil dann will ich mal kurz sagen, ich beende das Video dann hier schon mal.
Weil ich wollte ja eigentlich nur einen Tag spielen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz des. Ich finde es halt interessanter, wenn halt auch was gesagt wird, als anstelle, wenn dann die ganze Zeit still ist. Deswegen hoffe ich, war das eher gut, dass ich gelabert habe. Beziehungsweise ist klar, dass man bei einem Let's Play labert, aber so dieses Ramble on. Naja, bevor ich jetzt hier weiter um den heißen Brei laber, ich beende das Video dann hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehe ich euch am nächsten wieder. Tschüss!